Willst du es fallen lassen oder nicht? Ich kann nicht. Ja, willst du oder willst du nicht? Drei, Er hat doch Nein. verkackt, Frosty, er kann doch nicht. Nein. Siehst du doch. Lässt es nicht Lapidus fallen. wird nicht fallen. Gut, dann Initiative. Von allen oder nur von ihm? Wenn du mitkämpfen möchtest, ja. Ansonsten, Scheißkämpfe hier. du wirst nicht angegriffen. Corian kann jetzt allerdings spüren, die Schwerter sind schon gezogen und drei Hiebe, die jetzt von hinten auf dich einschlagen. Es sind keine Rondrianer. Die treffen alle. Okay, von hinten ist Paradeerschwert um 4, richtig? Ne, von hinten kannst du nicht parieren. Gar nicht. Du kannst ausweichen. Habe ich einen Ausweich? Ne, hier. Doch nur nach gelungener Intuitionsprobe, oder nicht? Ja, so ausweichen nicht geschafft. Du versuchst noch mal ein bisschen nach vorne zu stolpern, allerdings, ich muss gerade mal Gibt mir den Schaden. schauen. Morgenstern und Schild, Attacke 16, Schaden 1W6. Plus 6, das wird jetzt sehr wehtun. Ja. Das ist einmal 5 plus 6 sind 11, 3 Okay, warte plus mal. 6 sind 9 und nochmal 9. Kannst du mir dann gerade mal drei Trefferzonen geben? 2, 3, Kopf, doppelt. Oh, Junge. Und dann Die auch noch die fünf. Fünf werden erst verdoppelt, weil sie auf deinen Kopf. Nee, gar nicht. Sie werden nicht verdoppelt, weil es kein Crit war. Das heißt, wie viel Rüstung hast du am Kopf? Kopf, das ist die 4. 11. Sind 4 abgezogen, dann bleiben noch 7. Und 7 werden verdoppelt, sind 14 Schaden auf den Kopf. Eine Wunde. Ja, warte mal, ich hatte eben schon 3 und jetzt die 14 am Kopf. Was macht denn eine Kopfwunde? Selbstbeherrschungsprobe zum ersten, damit du stehen bleiben kannst. Erschwert um. Die sollte, Das obwohl, sollte wenn das gelungen Schwert im sein Schaden und ist, dann genau erhöht, erschwert um den Schaden über der ersten Wundschwelle. Und dann dann eben noch eine 4. zweite Selbstbeherrschungsprobe, damit du die Wunde im Kampf unterdrücken kannst. Aber du hast auch das Gefühl, dass es weitergeht. Sieht jetzt natürlich unglaublich an deiner Ehre, deiner Chor-Akoluten-Ehre, aber magst, kannst du nach dem ersten Schlag auch die Waffe weglegen. Ist deine Entscheidung. Also du bekommst jetzt erstmal 14 auf den Kopf, SP, weil die Rüstung schon abgezogen ist, und dann kriegst du nochmal 3 plus 6 minus 4, also 5 und nochmal 5. Ich verzupfe mich so lang. Gut, ich nehme noch den Schaden von den beiden anderen, Sch oder na, sagen wir, den zweiten Schaden nehme ich noch. Ja, den dritten auch. Die greifen ja gleichzeitig an. Ah, Die werden von hinten Gleichzeitig. Ja, dann natürlich angegriffen. greifen die gleichzeitig. Ja, Das sind keine deswegen sind die Rondrianer, noch danach noch welche. das sind fanatische Prajoten, deren Befehle du nicht gehorcht hast. Okay, linkes Bein, das ist die 6, das. Wie viel Schaden machen die 3 plus? 3 plus 6 und dann wieder Rüstungsschutz 4 abziehen, dann bist du bei einer 5. Nee, ich hab die 6 am Bein. Gut, dann sind es nur 3 SP. Minus 3 und beim anderen muss ich mal gerade gucken. Bildarm ist der linke Arm, das sind dann, ist dann die 7. Das heißt noch die 2. Du hast auch das Gefühl, wenn du weiterkämpfen solltest, würden sich die beiden Leibwächter auch von vorne in den Kampf stürzen und es gibt weitere Leibwächter, die von hinten kommen. Also der Kampf ist noch nicht zu Ende, aber du kannst jetzt aufhören in dieser Aktion. Ja, wenn ich die Schläge von hinten bekomme, werde ich erstmal nach vorne stolpern und das Schwert dann aber nicht fallen lassen, sondern ja, Richtung Boden senken, auf dem Boden abstellen, so dass ich mich quasi an dem Schwert nach oben halte. Ja, plötzlich ist Tjall vor dir und versucht dich so ein bisschen schützend abzufangen. Bastarde. Waffe Lass fallen die Waffe lassen. fallen, sage ich auch. Lege die Waffe vor mich auf den Boden. Junge, Aber du kannst. absichtlich nicht vor die Füße von den Leibwächtern, sondern quasi neben mich. Fiona, du kannst durch das Holz gedämpft ein Hilfe hören. So ein bisschen gedämpft durch das Holz von einer weiblichen Person. Ja, ist mir egal. Ich glaube, wir haben gerade anderes zu tun. Ja.
Ado, was tust du? Harmlose Gestalt, wie siehst du aus? Vermutlich wie irgendeiner aus dem Mob hier. Ja, irgendwie mit den Bauern gar nicht so zu unterscheiden. Ja, vielleicht so ein kleiner Scheunenhund, der dann neben dir sitzt, ist gerade aufgestanden und hat sich wieder zu dir bewegt. Vielleicht irgendwie so ein streunender Haus- und Hofhund, von den Bauern nicht zu unterscheiden. Die haben Pferde, nicht wahr? Du siehst sie nicht, aber in den Ställen kannst du sie auf alle Fälle hören. Okay. Ich gehe raus und gebe Mara den Befehl, dass sie sich nördlich von dem Dorf sind ja so ein paar hier so Wälder. Mhm. Dass sie sich da verstecken soll, bis ich sie hole. Ich selbst gehe einmal außen rum. Mein Zauber wirkt, glaube ich, fast eine halbe Stunde, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist bei den Ställen jemand? Welchen Stall? Links oder rechts? Es gibt rechts und links. Ja, dann gehe ich zum rechten Stall. Zum rechten Stall. Ist das Haus ein- oder zweistöckig? Das Haus ist einstöckig. Dachboden? Ja, so ein kleiner Heuboden. Okay. Ja, ich gehe zu den rechten Stellen erstmal. Gut, ja. Du siehst wohl, wie... Ja, da ist tatsächlich noch ein weiterer Bandstrahler drin. Und der hält sich wohl gerade ruhig und sorgsam mit drei Tieren. Die schauen wohl auch gerade raus. Ja, und... hat jetzt überhaupt keine Sicht für dich. Aber du hörst jetzt wohl, wie er da gerade ein bisschen mit den Beruhigen spricht. Gut, andere Richtung, zum anderen Stall. Bist du einmal oben, kannst das Ganze auf der anderen Seite machen. Auch da kannst du dann drei Pferde sehen und kannst dich auch drumherum schleichen, wenn du magst. Oder rein. Ich öffne die Gatter und treib die Pferde raus. Dann gib mir mal eine Kletternprobe, damit du dich dann durch das Fenster hindurch schleichen kannst, durchhangeln kannst. Mhm. Ich schmeiß davor meinen... Spinnenlauf an. Dann. Ich bin auch noch nicht fertig. Ui. Nice. Doppel 1. Ja. Dann, wie viel kriege ich da? 28 Fertigkeiten. Ja, soll ich noch also, würfeln? Nee, du brauchst nicht würfeln. Also, auf die Doppel 20 muss ich nicht hoffen. Dreifach 20. Ja. Was willst du noch tun? Bist drin. Kannst die Gatter aufmachen. Ja. Den Pferden einen Schlag auf den Hintern verpassen und dann kletter ich den Heuboden hoch. Gut. Derweil drin bei Travigor. Du hörst lautere Stimmen. Du kannst da wohl auch den Chorgeweihten hören, wie er flucht. Du kannst Fiona hören und Thjalf, wie er mit seiner brummigen Stimme so ein bisschen versucht, es zu beruhigen. Du kannst ihn nicht genau verstehen, aber dann Schmerzensschreie. Habt ihr das vernommen? Selbstverständlich habe ich das gehört und eure Rechtschaffenheit wird gerade in Zweifel gezogen. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass sie da eine Schlägerei anzetteln würden. Nun, dann begleitet mich doch nach draußen. Selbstverständlich. Kommen wir mal nach. Ich würfel mal eine Sinnschärfeprobe Sicht. Während du ihm folgst und dann hier gemeinsam wieder die Tür aufstoßen könnt. Hat es kurz gesehen, da liegt wohl auf einem der Tische ein merkwürdiger Schädel. Ein menschlicher Schädel, bist du nicht ganz sicher, aber könnte sowas wie eine Reliquie sein. Irgendwas Praios Heiliges wird es sicherlich sein. Beschriftet ist das nicht, aber es liegt auf einem kleinen Brokatkissen. Deswegen kommst du darauf, dass es vielleicht eine Reliquie ist. Ja, Albuin macht die Tür auf und du siehst, wie vor dir Corian steht, blutend. Schwere Schläge im Rücken und die Albuins Reiter, die Sonnenkämpfer, die dann dort mit ihren blutigen Schwertern und Streitkolben stehen. Also Alf hat ihn noch gestürzt. Ich weiß ja nicht, wie schwer er verwundet ist. Was ist denn hier los? Ich denke, das ist alles ein großes Missverständnis. Die Waffen weg, die Waffen weg. Meine Hand fährt an Knauf, anderthalb Hinders. Sicherlich, dass meine Autorität die ganze Sache besänftigen wird. Die sind total verrückt. Ich schüttel nur den Kopf und bleib da immer noch stehen.
Was fällt euch ein? Was fällt dir ein, Söldner? Ich bin von Chor gezeichnet und ich strecke ihm die Faust entgegen. Schaut auf die Hand. Es ist dasselbe Zeichen wie bei Blutfaust. Wehrt ihn ein. Pajodan! Verräter! Vorletzte Warnung. Nicht in dem Ton. Florian, an dich treten jeweils zwei so Legionäre, die dich jetzt anfangen zu beraufen, solltest du dich wehren. Ansonsten halten sie die Hände fest auf den Rücken. Ja, macht wenig Sinn, mich zu wehren, oder ich bin ja gleich tot. Gut. Ja, sie halten dich fest, drehen dir die Hand auf den Rücken. Du merkst, wie Seile schnell gezückt werden und dann entweder das Seile um deine Hände dann gedrückt werden, geknotet, gebunden. Was tun die anderen? Ich stehe schon mal, ich weiß nicht, was mit der Waffe passiert ist vorhin, sonst würde ich über die drüber stehen sozusagen. Hm? Kannst du auch in die Hand nehmen, wenn du magst. Verzeiht mir, werter Ordenskrieger Travigor, aber eure Kollegen und eure Kameraden scheinen mir doch Haderlumpen zu sein. Was soll das denn heißen? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Was? Ihr seid solche... Oh. Ich muss auch ein wenig widersprechen. Ich denke nicht, dass dieser Mann gefangen genommen werden muss. Wir haben uns nur unterhalten mit ihnen und dann haben sie angefangen, uns zu beschimpfen und solche komischen Fragen zu stellen. Er trägt die Zeichen eines Ketzers. Das sind chorheilige Zeichen. Chor hat mich gezeichnet. Er ist ein Streiter von Kerafei. Und er wird morgen verbrannt werden, gemeinsam mit seinem anderen Streiter. Können wir die Sache vielleicht mal in Ruhe klären, ohne dass hier überall Waffen gezogen werden? Wie unzivilisiert. Das ist eine gute Idee, das ist ein guter Vorschlag. Also ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass es da draußen überall Tod und Verderben gibt und hier drin sollte zumindest ein bisschen Frieden herrschen. Und dann kommen die an und sagen, sag das oder... Der Scharfrichter der himmlischen Leuen wird über euch weil richten, Waffen, wenn ihr nicht verrückt. Deswegen verbrennt. Pajodan, Pajodan, bringt ihn weg. Ihr könnt sehen, wie Gorian jetzt durch die Tür gestoßen wird. Sie wird geöffnet und du kannst jetzt tatsächlich vor dir erkennen, wie dort mehrere, ja, nicht nur Menschen, sondern auch Wesen angefesselt sind an die, ja, an die Werkstatt. Vor dir auf dem Tisch, neben vielen, vielen hellen Kerzen, die den Raum erleuchten, siehst du eine Frau mit roten Haaren, die einen Knebel im Mund hat, eine weitere Bandstrahlerin, die hier wohl ebenso festgenommen wurde, also dass man hier auch vor den eigenen Prios-gefälligen Leuten keinen Halt macht. Du siehst einen Satyr-Mensch, der hier mit seinen Hörnern angekettet ist und auch seine Hufe, die er hier wohl besitzt, in Eisen gegossen worden sind, also unglaublich unwürdig, wie dieses Feenwesen hier behandelt worden ist, und eine riesige Kriegergestalt mit einem fehlenden Arm, der ihm wohl ersetzt worden ist durch eine Sichelwaffe, die er sich da an die Hand gerammt hat. Er kann Chor so ehren. Dann wird die Tür wieder zugeschlagen und während ihr euch umseht, Tjalf, Alpharan, Fiona, Svan, Dottir und auch Travigor, ihr versucht so ein bisschen Ruhe wieder einzubringen. Da könnt ihr sehen, wie der Stall aufspringt. Die Tür wird geöffnet und ihr seht, wie jetzt nach und nach mit vollem Galopp drei Pferde rauspreschen. Ist es Nummer 7 oder, nee, 3 oder wo ist das? Hier werden jetzt gerade die Stalltür wird geöffnet und die drei Pferde, die hier ehemals drin waren, preschen heraus. Ja, die Bauern, der preisgefällige Mob stürzt auseinander, einmal an den Brunnen heran und dann eben aus dem Weg, wenn die Pferde sich so ein bisschen scheuend wiehern, hier umsehen, umblicken, sie sehen hier Bewaffnete, viel Lärm und Chaos dann auch von diesem preisgefälligen Mob und sie fangen dann einfach an zu rennen und versuchen dann auch weiter zu fliehen. Während der Mob so versucht ein bisschen hinterher zu rennen, die Bauern, die versuchen dann die Pferde wieder einzufangen und auch die Ritter, die sich so ein bisschen umsehen, einer rennt ihn tatsächlich hinterher. Die anderen beiden bleiben jetzt bei euch stehen. Was wollt ihr tun? Ich denke doch, das ist alles ein großes Missverständnis. Ich ziehe meinen anderthalb Händer. Leg die Waffe weg. Lasst unseren Freund frei. Euer Freund trägt das Zeichen von Kerafei, des Erzketzers.
Ein Dämon. Er hat das Zeichen gestern Abend erst bekommen. Wir wissen nicht genau, woher. Vielleicht können wir das, wie gesagt, in Ruhe regeln. Leg die Waffen weg. Leg sie auf den Boden und wir unterhalten uns. Ich habe nicht meine gezogen, also von daher ich fühle mich nicht angesprochen. Na, er will auf alle Fälle, dass du sie ablegst, dass du nicht bewaffnet... Ja, ich leg sie nicht ab. Ich stehe da einfach. Ich stehe aber auch seit einer halben Stunde da und tu eigentlich nichts außer reden, von daher. Dann blickt dich Albuin an, Tjalf, und deutet mit dem Kopf dann auf die Tür, mit der er eben bei Travigor verschwunden ist. Jawohl, Illuminatus, lasst uns reden. Seid ihr euch sicher, Herr Magus? Ja, wieso? Ich habe nichts zu verbergen. Wer will jetzt mit wem reden und wie? War nicht der Plan, dass wir uns gemeinsam unterhalten? Von mir aus. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Blickt sich noch einmal um und nickt dann auch noch mal Fiona hinzu. Also gut. Ja, ich stiefel auf ihn zu. Ja, wenn du hinzutrittst, kannst du sehen, wie sich wohl die Leibwachen sehr, sehr nah in deine Richtung begeben. Und fasst mich bloß nicht an. Nee, sie berühren dich nicht, aber ja, du kannst ihren trotzdem Atem spüren. Ja, ich sag's trotzdem, ist mir unangenehm. Gemeinsam könnt ihr dann hineingehen in die Wohnräume des ehemaligen Kerzenziehers, wo immer er jetzt ist. Aber Albuin, charismatisch wie er ist, wird er wieder vor dem Tisch auf der Aufstellung nehmen und deutet wieder auf die Chaiselon, wo dann Travigor Platz nehmen kann und auch Alpharan und Fiona, wenn ihr mögt. Wirklich sehr bequem. Ich bin sehr gespannt zu sitzen. Gut, dann warte ich mal ab. Ado, was magst du tun? Inwieweit ist denn der Heuboden, auf dem ich gerade bin, mit dem Rest des Hauses verbunden? Nur mit dem Stall. Also du hast von außen gesehen, dass die wohl miteinander verbunden sind, aber da ist also auf alle Fälle Holz zwischen, sodass du nicht ungestört jetzt auch über die Wohnräume klettern kannst. Also ist dann hier schon abgeschlossen in dem Bereich. Mhm. Ich lasse den harmlose Gestalt, den habe ich dann fallen gelassen, sobald ich oben war. Aber den Spinnenlauf, der hält ja eh noch ein Stückchen und ich würde dann mal schauen, das oben links ist ein Fenster, oder? Oben links, ja, du kannst davon ausgehen, dass du auch wieder oben rausklettern kannst auf der Rückseite. Dann würde ich da erstmal kurz den Kopf rausstecken, das noch in harmlose Gestalt. Ja. Ob ich irgendwen sehe, der mich sieht. Dein Hund, der dir von Waldesrand aus zusieht und dir zunickt. Sehr gut. Ja, dann kletter ich über den Wohngemächern von Albuin und dem ganzen anderen Quatsch hier in der Mitte. Ist da auch so eine Art Heuboden, Dachboden oder ist es dann einfach nur Zimmer und dann Dach und Erde? Das ist kein richtiger Stock. Du wirst da sicherlich ein paar Balken vorfinden, wenn du durch so ein kleines Fenster hindurchspähst, aber das ist dann offen nach oben hin, sodass da eben auch der Kerzenrauch abziehen kann und du die Gespräche sicherlich belauschen könntest, wenn du leise genug bist. Dann würde ich mich in den Busch hier direkt am Fenster von Albuin legen. So rausklettern und dann darüber. Genau. Möchtest du zusehen? Nee, hören reicht mir. Zuhören. Würfel mal eine Sich-Verstecken-Probe. Ach Gott. Ich sehe mich sterben. Also du warst unglaublich leise und kletterst dann eben auch mit dem Kopf nach unten voran, mit dem Spinnenlauf wie eine Spinne eben. Halleluja. Du siehst auch, es hat wohl vielleicht auch mit deinem Spinnenlauf zu tun, aber du kannst es weniger spüren, aber die anderen, Tjalf und Travigor, ihr könnt erkennen, wie gleichzeitig wie Ado runterklettert, wie der Kopf von Albuin langsam in Zeitlupe rüberwandert an die Fensterfront und der da irgendwas sucht. Ich sehe das nicht. Du kannst das natürlich auch sehen. Du kannst ein kurzes Gehuschel erkennen von deiner Position aus. Vielleicht bewegt sich da kurz der Busch. Irgendwas hat er gespürt. Das ist ein ganz unheimliches, eine ganz unheimliche, vielleicht ein Magiegespür, das er da hat. Und dann bewegt sich. Vortreffliches Maske da, dieser Totenschädel. Was genau hat das für eine Bewandtnis, wenn ich fragen darf? Schau dich wieder misstrauisch an. Dies ist eine heilige Reliquie aus der Burg Auralet. Ist es ein Heiliger? Ein Schädel eines Heiligen? Verständlich, vom heiligen Gilborn.
Er wurde mir überantwortet. Mit ihm bringe ich die Sonne in diese Lande. Ihr habt euer Volk gut im Griff. Nun, denke, wir können anfangen zu plaudern. Wir haben was? Blutfaust, den ihr so nennt, vor einigen Tagen aufgegriffen. Er mag sich zwar selbst als Streiter von Kor bezeichnen, doch wir wissen, dass er Kerafei dient und mit seiner Waffe, dem Götterschlag, verfluchte Wunden bringt. Sieht eher aus wie ein Werkzeug eines Fleischers. Wunden, die nicht heilen. Genau das. Aber habt ihr ihn geprüft? Ich meine, habt ihr geguckt, ob er besessen ist? Ich meine, vielleicht sind seine Absichten an sich gut und er ist einfach nur von irgendeiner Wesenheit besessen oder so. Selbstverständlich wissen wir, dass er ein Frevler ist. Ihr wolltet unseren Kameraden, nur weil er so ein Zeichen hatte, auch direkt mit töten, weil er dieses Zeichen hat. Das ist euer Prüfen, dieses Zeichen? Habt ihr keine besseren Methoden? Die heilige Seelenprüfung. Wollt ihr diese anzweifeln? Nein, ich frage mich nur, ob ihr sie schon gemacht habt. Er ist kein Verdammter, aber sehr wohl ein Eidbrecher. Was, wenn er gezwungen wurde? Kann nicht gezwungen werden. Keine Ahnung, ich war noch nie besessen, Gott sei Dank. Seht ihr so ein Zeichen auf meiner Hand? Das Gute ist, wir haben ja die Möglichkeit herauszufinden, ob er irgendwie dämonisch besessen ist oder nicht. Nicht wahr, Herr Magus? Das zum einen, aber zum anderen ist natürlich auch unklar, welche weiteren Mächte auf ihn einwirken konnten. Es kann ja durchaus sein, dass er anders gezwungen wurde. Wird bei einer Seelenprüfung geprüft, ob irgendeine dämonische Wesenheit auf ihn einwirkt? Selbstverständlich. Verzeiht, ich kenne mich damit nicht aus. Du darfst gerne hier bleiben und dich dem Pfad der Sonne anschließen. Vielleicht können wir etwas Erleuchtung in dich bringen. Was heißt hier etwas? Wollt ihr sagen, ich bin dumm? Ich sage nicht, dass ihr dumm seid. Nur nicht erleuchtet. Eure komischen Wachen da. Ich deute mal auf die beiden, die da stehen. Ich wollte mich nochmal mit ihnen unterhalten und sie haben mich gefragt, ob ich aus Torwald bin. Ich sagte ja. Was eigentlich schon impliziert, dass für mich Svafnir ein sehr wichtiger, wenn nicht sogar der Gott ist. Und dann haben sie gesagt, ob ich Preis als den Höchsten ansehen würde. Ich meine, warum tut die sowas? Wir haben Novadir schon für weniger erschlagen. Warum für weniger? Was tue ich euch damit, dass ich einen anderen Glauben als ihr habe, hä? Hört mir einmal zu. Ich zweifle nicht an, dass es Preis gibt, im Gegensatz zu den Novadi. Hört mir einmal zu. Ich habe selbst eine Bannstrahlerin aus Auralet in Ketten gelegt, weil sie mich als Ketzer beschimpfte. Auch sie wird brennen. Geht das nicht ein wenig zu weit, mit Verlaub? Wir sind hier hingekommen, um euch zu helfen. Wir sind hier hingekommen, um etwas über diesen Blut, irgendwas rauszufinden. Und wir kämpfen für die gleiche Sache. Und trotzdem wollt ihr uns töten? Wegen sowas? Ich will nicht euch töten, aber Rechtlosigkeit und ein Angriff gegen meine Wachen, ein Widersprechen gegen Befehle, die im Gott im Land der Sonne gegeben worden sind, das vermag ich nicht gut zu heißen. All das habe ich nicht getan und trotzdem habt ihr mir gesagt, ihr habt jemanden schon wegen weniger erschlagen. Ist das eine Drohung oder was? Wir sind alle hier, um euch zu helfen. Versteht ihr das nicht? Hat euch da die Erleuchtung verlassen? Ich meine, wir sind hier, um euch zu helfen. Um euch zu unterstützen gegen diese widerwärtigen Viecher und ihre komischen Sphären und ihre Schatten und ihren Tod und ihre Mordlust. Ich meine, seid ihr so eingeschränkt in eurem Glauben, dass ihr das nicht sehen könnt? Wir sind hier, um euch zu helfen. Wir brauchen keine Hilfe. Unterstützung können wir sehr gut gebrauchen, aber Hilfe? Dann hätte es meinetwegen Unterstützung. Wortklauberei. Und wir alle sind deswegen hier. Ja? Und wenn er dieses Mal da hat, weil er sich gestern Abend irgendwie, weiß ich nicht, weil er gestern Abend irgendwas ist mit ihm passiert, ich weiß es nicht was. Ich kann das auch nicht beurteilen. Ich habe mit Kor genauso wenig am Hut wie mit eurem Praios. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es ist seit gestern Abend da. Und ich kann nicht behaupten, dass er seither versucht hat, uns irgendwie in die Quere zu kommen oder irgendwas Dummes mit uns anzustellen. Wofür mal überreden? Yes.
Ja, weil wandert sein Blick von dir auf Tjalf. Oh, guck mal, wie gut. Oh. So sind sie eben. Ich komme ja sozusagen auch aus Torval. Ich zweifle den Götterfürsten nicht an. Um das gleich mal klarzustellen. Ich bin in Torval ausgebildet. Und ja, durch gewisse Umstände hat es mich auch hierher verschlagen. Und ich sehe schon, dass hier einiges, wie soll ich sagen, dass hier Recht und Ordnung tatsächlich nötig ist. Ja. Schaut dich weiter erwartend an. Nun, und wir haben eben den Auftrag des Reichserzmarschalls Leomar von Berg, uns mit diesem Blutfürst zu unterhalten. Könnte sein, dass vielleicht noch die ein oder andere Sache in Erfahrung zu bringen ist, um ein paar der überlebenden Verwundeten das Leben zu retten. Ich schau mal zu Travigor. Auch sein Blick wandert weiter. Und bei der Gelegenheit würde sich doch anbieten, vielleicht auch die anderen Gefangenen auf Dämonisches untersuchen. Das kann ich quasi in einen Schlag tun. Vortrefflich. Also. Wir sind ja alle auf einer Seite. Dann bitte von euch beiden auch eine Überredenprobe. Ja, weil, Ado, du kannst das alles mithören. Und die Gedanken von Feuer wurden in dir hoch. Mhm. Ich habe leider festgestellt, dass ich kein Feuerstein und Stahl in meinem Rucksack habe. Ein Zauber? Auch nicht. Keinerlei Kampfmagie. Manifesto? Auch nicht. Nee, ich bin vor allem, ich unterstütze vor allem mich selbst mit meinen Zaubern. Dementsprechend ist es gerade ein wenig schade. Möchtest du weiter huschen? In Satyr befreien oder ähnliches? Was willst du tun? Ist schon verlockend. Also ich bin ja eher am Arsch. Ich glaube, ich schleiche mal so ein bisschen ums Haus rum. Mhm. Und schau, was in den anderen Räumen ist. Ja, auch du kannst dann sorgsam am Fenster vorbeihuschen. Wieder in Zeitlupe geht der Blick von Alduin zum Fensterrahmen. Und wenn du dann vorbei bist, der Blick wieder von Alduin auf euch ruht, während er euch mustert, überlegt, beim Denken zusehen, kann Ardo dann in die Werkstatt hineinblicken. Auch hier wieder unzählige Kerzen, Bassins mit den Rohmaterialien. Und du siehst hier, ja, wie gesagt, das Feenwesen, einen gigantischen Satyr-Menschen, der mit seiner Ausstrahlungskraft hier ja nicht wirken kann, weil ihm, wie gesagt, die Hufe eingebunden sind. In Eisen, wie man ihn da getaucht hat. Unwürdig, absolut unwürdig, ein Feenwesen in Eisen zu gießen. Du kannst den Blutfaust entdecken, ist definitiv als Blutfaust zu erkennen. Wenn kein Chorgeweihter, dann auf alle Fälle ein Herr der Schlachten, wie er dann hier muskelbepackt sitzt und sicherlich noch einiges mehr wiegt als der kleine Corian. Und eine Bandstrahlerin. Wenn du durch das nächste Fenster blickst, kannst du sehen, wie Corian wohl gerade gefesselt und geknebelt wird und die Reiter ihm wohl auch gerade noch so ein bisschen in die Seite treten. Ebenso unwürdig. Bring mich darüber! Bringt mich zu ihm! Los! Sehen, die Frau, die vor dir gerade sitzt, hat gerade ihren Knebel aus dem Mund rausgeschoben mit der Zunge. Helft mir, ich bin die Kaiserin Rohaya, ihr müsst mir helfen. Die Schnauze, du Schandweib. Kaiserin, genau. Corian, versuch mal aufzustehen. Ja, du wirst sofort wieder direkt runtergedrückt und von hinten tritt man dir die Knie, sodass du dann hart wieder gegen die Werkbank gedrückt wirst. Wie gesagt, Hände sind auf den Rücken gefesselt und sie legen dir jetzt auch schwere Ketten aus Eisen an. Um den Hals klickt es einmal. Das stoppt mich nicht. Was willst du jetzt tun? Paktieren? Wurst? Was? Ich spuck ihm einmal vor die Füße. Ich bin keiner von euch. Helft mir, euer Gnaden. Ihr seid doch sicherlich ein Geweihter, ihr müsst mir helfen. Ich bin Rohaya, die Kaiserin. Ich muss zurück nach Gareth.